So, was sind jetzt die Extrem-Flight-Schützer? Die Unlimited. Ja, wer kommt jetzt da? Ich. Und du willst jetzt die 300 Meter knacken? Der hat doch halt locker. Mit Ruckerwind, ja? Der hat im Fall, ja, und du? Mit Dorn, hey, der hat mit Dorn. Der Wagen auch, der kann Scheiß so schmeißen. Wer hat denn das da? Heieiei, der ist doch gar kein Bogen mehr, der ist ja fast eine Armbrust. Ja, extrem overdraw, hä? Nein, ja, der ist noch gar nicht ausgeweizt. Ja, noch 2 cm Platz. Ja, schau mal. Ja, ja. Da? Sind jetzt alles potenzielle 300er, oder? Ja, ab 250 gekommen, haben wir sehen. Sigmar, hast du deinen Oberschenkel noch ein angebaut? Ah, ja, ja. Also es können noch Wetten angenommen werden, gell? Also wer packt wohl die 300? Ah, wir haben Ruckerwind, oder? Heute wird die Bierfach geklagt. Ja, da kommt es immer noch drauf an, wer am weitesten über 300 geht. So. Auch das Bier ist da. Schau doch. Zeig zuerst einmal das Bier. Sonst stehst du geil. Siehst du, wo es der Ausfall ist? Du kannst ja nicht weiter rumkommen. Komm ein bisschen rüber. Da sehen wir doch. Da haben wir die Mitte. Da haben wir das Laub. Da ist das da. Haltet einfach schön mittig auf Hand zu. Als das nächste Jahr kommt und dann ist das abgestimmt. Was ist jetzt das da vor einem Griffstück, Mittelstück? Ein selber gebautes, einfach nach einer Schnapsidee raus. Ja, was ist noch das? Titan oder was? Nee, das ist ganz normales Edelstahl, Flachstahl, zerbepappt. Mit dem Zeug, was da im rumliegt, der OK-Griffstück. Alte Doppelrecurve Greenhorn-Wurfarme mit 50 Clips. Eine steualte Compound-Pfeilauflage. 2 Stunden Flexer und Schleifen. Ja, und darauf hast du Abpfeil geschossen, oder? Darauf habe ich barrelte Pfeil geschossen. Ich konnte sie leider nicht abstimmen, weil ich keine Ahnung habe, wie sich es verhält. Von ursprünglicher Tiller von dem Bogen mit 3-Fingerzug auf jetzt Release-Ablass. Ja, wie lange war die Pfeilnaht? Die Pfeil war, ich müsste in Zentimeter sagen, ich denke so ca. 60 cm, 60, 65 cm. Soll ungefähr, was wird das sein? Ich schaue umrechnen, das wird doch 2,5 4. Ja, aber ungefähr ein Drittel kürzer wie ein normaler Pfeil wahrscheinlich, sowas, oder? Aber ein Viertel kürzer. Aber da kommt vielleicht noch mehr zum Wegnehmen, oder? Nein, möchte ich gar nicht, weil ich möchte mit dem Pfeil in keinen kritischen Bereich fahren, dass wir mal anstecken. Jetzt schauen wir mal, wo sie rab sind, oder? Haben wir nochmal einen, oder? Rosi, du bleibst standen, bitte. Ich bleib standen. Okay. Du warst das Master, Mann. Okay. 360, 30. Normal. Normal. Wo ist der Einigste? Was ist normal? Ganz normaler Rekauf. Ja, mit wie viel Lips? 400. Das heißt also, wir gehen auf den besten Tier. Oh, Hannes.
Also du, wenn da an deinem Feld keine Pferde da wären, dann müsstest du sagen, das ist ein Grashalm. Dass du den überhaupt gefunden hast. Jo, schon wegen gesucht. Weißt du, das ist jetzt 23, oder? Das ist 23, ja. Okay. 390, 70. Boah. Wow! Klasse! Super! 3,90. Warum? Wie viel? Ich glaube, ich lasse ihn stecken. Für nächstes Jahr, oder? Ich schätze, der kriegst du mal leer mit dem Bauer. Der hat wahrscheinlich sagen, dann irgendwelche Lausbuben mit Kinderpfeil auf der Wiese gespielt. Zeigen wir her. Der sieht wirklich aus wie ein Kinderpfeil. Und deine? Wie sieht die aus? Der große Bruder. Ja, ein, hast du Pferde verloren? Da ist einer weg. Wie gesagt, der Knockpunkt hat nicht passt. Der ist so furchtig nass. Moment mal. Der Leute hat mit 30, 40 Meter gekostet. Bestimmt der Leute der scheiß gesetzt, den Knockpunkt. Ja, ja. Wie weit ist bei dir gegangen? 3,11. Aber wie gesagt, oh, über 300. Ich habe noch keinen Schuss gehabt. Aha. Das war der allererste Schuss. Aha. Warte mal, das sind doch gar keine Pferde. Aber Naturwerkstoff. Moment, was weißt du das? Die hätte ich gestorben beim Fernsehgucken und gebaut. Ja. Das ist der Pappendeckel, ja? Nein, das ist ein ganz dünnes Sparholz. Ich wollte eigentlich noch dünner sein. Aber hättest du das aerodynamisch angeglichen, dann wäre es perfekt gewesen. Das ist ein bisschen eigentlich, aber irgendwann haben wir die Flosse wieder. Dann irgendwann wollte ich dann bloß noch Fernsehgucken. Wir sind ja voll Verrückte. So? Ja, also das Rennen ist eröffnet. Ist gut, für den nächsten Jahr. Danke, mein Glückwunsch. Danke, David. Super. Danke. Vielen Dank für die Assistenz. Das ist das Wenigste. Ja, dann muss ich ja nächstes Jahr Ausschreibung offene Klasse. Da greift man die 400er. Da müssen wir ran.